So, Chat, pass auf. Wir sind durch mit ein paar Reactions. Ich würde sagen, dass wir jetzt, habe ich ja im letzten Stream oder so, oder im vorletzten Stream, schon gesagt, ich habe mir Parfüms bestellt und ihr habt gemeint, ihr habt Bock drauf, die mal zu sehen, meine Parfüm-Empfehlungen quasi auszusprechen von einem Parfüm-Entrepreneur-Experten, wie er im Bilderbuch steht. Was kommt bei Frauen gut an? Was duftet schön? Wie riecht man gut? Ich habe insgesamt 6 Parfüms bestellt. Parfüm, genau, Parfüm. Ich habe mir 6 Parfüms bestellt, 5 davon sind angekommen. Ich würde aber trotzdem jetzt einfach heute anfangen damit, Digga. Also heute einfach kurz die Parfüms durchgehen und quasi euch meine Empfehlungen sagen. So. Habt ihr Bock drauf, Chat? Dann hole ich die Schätzchen jetzt. Ich habe die schon professionell hier aufgestellt. So, hier ist das erste Päckchen. Hier sind die zweiten. Also 2 andere noch. Mit was fangen wir an, Chat? Soll ich die Box erst aufmachen? Da sind 3 Parfüms drin. Oder wollt ihr erst die beiden hier sehen? Das sind die teureren Parfüms. Die sind nicht ganz so teuer. Wir fangen erstmal mit den kleineren an, okay? Wir fangen erstmal mit den kleineren an. Ich hoffe, ich krieg das jetzt auf mit meinem verkrüppelten Finger, Digga. Okay. Hier das erste in einer Seidentüte. Hier haben wir so Testerzeug. Ich lege mal zur Seite. Zweites Parfüm, drittes Parfüm. Edel. So, Freunde, wir starten mit. Mal, ich mache ein bisschen Jazzmusik an, Bruder. Das passt auch zum Flair. Meine Damen und Herren, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die heutige Vorstellung der begehrtesten und attraktivsten Parfüms. Parfüms. So, Freunde, wir fangen an mit einem Parfüm, was ich selber schon eine relativ lange Zeit nutze. Ach so, Jazzmusik? Läuft die Jazzmusik? So, jetzt. Meine lieben Freunde, nochmal von vorne. Wir fangen an mit einem Parfüm, was ich schon sehr lange nutze. Dior Sauvage. Wer von euch kennt das, Schätzchen? Dior Sauvage ist Dreck. Alles klar, perfekt, Bruder. Also, Chat, hier haben wir das erste Parfüm. Ich kann euch gerade nicht sagen, wie teuer das ist. Könnt ihr mal kurz googeln. Das sind jetzt hier 100 Milliliter. Das sind jetzt hier 100 Milliliter. Ich würde euch auch immer raten, Chat. Man kann es hier lesen. Eau de Parfum. Es gibt ja bei Parfüms, kostet 100 € ungefähr. Es gibt ja bei Parfüms immer, es gibt ja Eau de Toilette und Eau de Parfum, oder? Gibt es noch was anderes? Da gab es noch was anderes, glaube ich, oder nicht? Viel zu billig für meinen Geschmack. Hau weg die Scheiße. Junge. Was seid ihr denn so gegen Dior Sauvage, Bruder? Und es gibt nochmal Parfüm. Es gibt Eau de Parfum, Eau de Toilette und einfach nur Parfüm oder was? Ach, kein Plan, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall ein sehr geiler Duft, finde ich. Ist schon teurer, ist jetzt nicht wirklich günstig, Digga, aber ist ein Baba-Duft. Ich mach mal einen Testsprüher. Sehr frisch. Verleitet mir ein Bild von einer leichten Meeresbrise. Nachts im Urlaub, Meer, frischer Wind, riecht sehr frisch. Kann ich euch wirklich empfehlen, ist ein geiles Parfüm, Digga. So, hier haben wir das zweite Parfüm, Bleu de Chanel. Benutze ich auch schon länger, ist ein bisschen süßlicher vom Duft. Ja, ist ein bisschen zitrusartig, würde ich sagen. Also ein bisschen süßer vom Duft her, ist nicht ganz so frisch wie Dior Sauvage, aber auch ein sehr geiler Duft, Digga. Stellen wir hin. Ich sage euch auch ganz ehrlich, Freunde, ich bin jetzt nicht der heftigste Parfümer-Motherfucker oder so, okay? Aber ich sehe das Ganze so: jeder Duft von einem Parfüm passt einfach zu verschiedenen Anlässen so. Wisst ihr, wie ich meine? Ich würde zum Beispiel jetzt so ein Dior Sauvage, den kann man, finde ich, immer tragen, Digga, weil der ist nicht so aggressiv, der riecht immer schön frisch, Bruder. Ist nice. Kann man immer tragen. So ein blöder Chanel, der ist ein bisschen süßer. Der passt für mich eher so zum Abendessen, vielleicht in Club, Digga. Der zieht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn es um Frauen geht und sowas. Wenn man Jeremy Fragrance bei Wish bestellt. Mann, Chat, ich will euch hier gerade Lebensweisheiten mitgeben, ihr Idioten. Hört zu, ihr Vollidioten. Duft ist wichtig, sage ich euch ganz ehrlich. Der Duft eines Mannes ist sehr wichtig, vor allem bei Frauen. Vertraut mir, Chat. Auch wenn ihr mich hier gerade auslacht und sagt, ich bin Jeremy Fragrance auf Wish bestellt. Das werden alle Frauen hier im Chat bestätigen können. Bestätigt jetzt bitte im Chat, wenn hier Frauen
anwesend sind. Alle Frauen werden euch sagen, das Parfüm von einem Mann ist übertrieben wichtig, Digga. Wenn es um eine Attraktivität eines Mannes geht. Wisst ihr, wie ich meine? No joke, Digga. Parfüm ist sehr wichtig, Bruder. Wenn man gut riecht, man kommt direkt ganz anders an. Das kennt ihr doch auch, Chat. Wenn ihr auch an die Männer jetzt, Digga, wenn ihr eine Frau kennenlernt und die riecht einfach gut, Bruder. Du hast diesen Geruch im Kopf. Bisschen kuscheln im Bett. Einen Tag danach, das Bett riecht immer noch nach ihr. Wisst ihr, wie ich meine? Duft ist wichtig, Digga. Jetzt noch ein Duft, was ich noch nie gerochen habe, um ehrlich zu sein. Ich habe es aber schon öfter gehört, dass es gut sein soll. Ich rieche es jetzt zum ersten Mal. Also so sieht das Ganze aus. Versace Eros. Das sind 50 Milliliter. Ich weiß nicht, wie teuer das ist, Chat. Ich habe das alles auf einmal bestellt. Ist, glaube ich, aber auch nicht krank teuer. Also es geht, glaube ich, auch noch fit, oder? Kann mal einer den Preis googeln von dem Ding? 50 Milliliter. Um die 50 Euro. 70 Euro, sagt ihr. Okay. Also so sieht das Schätzchen hier aus. Wir haben hier eine relativ aufwendig gestaltete Flakon-Bauart. Man sieht hier das typische Versace-Muster. In der Mitte den Medusa-Kopf ist es, glaube ich. Deckel in Gold. Deckel geht sehr schwierig auf. Ich sprühe mal. Ich habe es noch nie gerochen, Chat. Okay. Ich glaube, mir ist ein bisschen was in die Augen gegangen, Digga. Ich brauche irgendwas, wo ich das drauf sprühen kann. Oh, Digga, hier stinkt es wie ein Puff gerade bei mir zu Hause. Das stinkt jetzt irgendwie, weil ich es aufs Plastik gesprüht habe, glaube ich. Ich mach's mal auf meine Hand, auf meinen Arm. Oder soll ich es auf meinen Daumen machen, Chat? Oh, das war zu viel. Bruder, ich rieche das irgendwie nicht. Ich kann irgendwie nichts riechen. Papier, sagt ihr? Ich habe hier eine Batterienpappe. Das geht auch, oder? Pappe geht auch, Chat. Ah, jetzt rieche ich es. Ein bisschen. Ich sage euch ganz ehrlich, riecht nicht schlecht, ist aber nicht meins. Ist nicht meins, Bruder. Das riecht irgendwie so ein bisschen nach diesen Klo-Erfrischern. Kennt ihr die Dinger? Nach diesen Klo-Erfrischern, Digga. Danach riecht es ein bisschen. Nee, ist nicht meins, Chat. Zitrus, ja, das riecht zitronig, Digga. Fruchtig. Fühle ich nicht. Fühle ich absolut nicht. 60 Euro für den Arsch. Leck mich doch am Hodensack, Bruder. Verlosen? Ja, komm, wir machen eine Verlosung, Chat. 3, 2, 1. Batz! Gewonnen hat Vero Go. Vero GHO. Bruder, GG an dich, Chat. GG, herzlichen Glückwunsch. Du hast dieses wunderschöne Parfüm gewonnen. Schreib bitte Shamina deine Adresse, dann schicke ich sie zu. Wir machen weiter, Chat. Und jetzt kommen wir zu den Big Boys. Wir haben hier jetzt zwei Parfüms, die deutlich teurer sind als die ersten. Okay. Ich zeige euch erst dieses Schätzchen hier. Kennt es jemand von euch? Oh, ich habe es falsch rum in die Kamera gehalten. Tut mir leid. Hört sich nicht gut an. Doch, Bruder, das ist Baba. Sieht aus wie mein Reisepass. Perfekt. So, ich mache das Schätzchen mal auf. Das folgende Parfüm wird in dieser wunderschönen Box mitgeliefert. Sind nur 70 Milliliter. Preis von dem Schätzchen. Teuer, Digga. Ist mir auch ein bisschen unangenehm, das jetzt zu sagen, wie teuer das ist. Hier ist nochmal eine Karte dabei. Maison Francis Courtian Paris. Message. Da kriegt ihr auch noch eine kleine Bibel dazu. Kann man da nachts unter der Bettdecke ein bisschen rumlesen, Digga. Wenn ihr Französisch könnt. Ich lese mal ein paar Sachen vor, weil mir die Leute nicht glauben, dass ich Französisch kann. Ja, warum ist das? Das ist ja komplett beschissen gedruckt. Ich sehe gar nichts gerade. Bienvenue. Dans l'univers de Baccarat Rouge, une alchimie poétique née de la rencontre de savoir-faire de Maison Francis Courtian et de la cristallière Baccarat dont cette création a célébré l'an 4 ans. Hat sich gut angehört, oder? So, hier haben wir das Schätzchen. Das hat mir ein Kollege empfohlen, Bruder. Mein Französisch ist besser als mein Deutsch. Leck mich am Arsch! Also nochmal, das ist ein sehr teures Parfüm. Ist crazy teuer. Ich werde dazu auch gleich nochmal was sagen und sogar was leaken, Chat. Einige von euch konnten sich's aber auch schon denken, glaube ich. Kostet, lass mich nicht lügen, ich glaube 300 Euro, Chat. Was für ein 70 Milliliter Parfüm geistig behindert ist, Bruder. Das ist geistig behindert, Bro. Also, das ist wirklich, das ist schon sehr, sehr teuer, Digga, für ein Parfüm. Vor allem 70 Milliliter. Man muss aber dazu sagen, ich habe da auch schon dran gerochen. Ich habe ein bisschen geschnüffelt, ich habe das schon mal ausgepackt, um ehrlich zu sein. Man muss dazu sagen, hier steht es da drauf? Ja, hier.
Guck mal hier unten. Perfekt. Da seht ihr die Kamera. Ah, jetzt sieht man's. Kann man das hier lesen, Chat? Hier steht Extrait de Parfum. Heißt Extrakt. Extrakt, also Extrakt de Parfum. Ist ja auch scheißegal. Heißt quasi, dass es noch stärker konzentriert ist und quasi noch intensiver ist. Heißt summa summarum, ihr braucht nicht so viele Spritzer. Wenn man jetzt zum Beispiel hier dieses Dior Sauvage nimmt, da nehme ich immer so drei, vier Spritzer. So, bei dem würde ich fast nur einen nehmen, weil es schon sehr intensiv riecht, Chat. Wisst ihr, was ich meine, oder? Genau. Ich mache mal einen Test-Spritzer. Einmal draufdrücken sind gefühlt 5 Euro. Das ist gut, Bruder. Das ist wirklich sehr gut. Um das jetzt zu beschreiben, ich müsste nochmal irgendwo drauf sprühen, Digga. Ich sprühe mal hier auf dieses Dings. Ich versuche euch den Duft zu beschreiben von dem Schätzchen. Nochmal 5 Euro weg. 10er verbrannt. Also es ist sehr intensiv. Der Geruch ist sehr intensiv, Digga. Es ist aber, also es riecht sehr, sehr stark. Es riecht aber nicht unangenehm. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ein bisschen schwierig. Um den Duft jetzt, um jetzt ein Bild zu malen von dem Duft. Ich wüsste gar nicht, wie ich das beschreiben soll, Chat. Ich wüsste gar nicht, wie ich das beschreiben soll, Digga. Es riecht reich. Es riecht ein bisschen wie, kennt ihr diese unnötig teuren Klamottenläden, Digga? Wisst ihr, was ich meine? Diese krank überteuerten Klamottenläden, wo so ein T-Shirt 800 Euro kostet, Bruder. So riecht es. Es riecht nach Wohlstand. Aber riecht gut, wirklich. Riecht sehr, sehr gut. Also für Leute, die sagen, yo, ich hab Bock, viel Geld auszugeben für Parfüm, kann ich euch wirklich empfehlen, das Ding, Digga. Aber wir brauchen nicht drüber reden, dass es eigentlich unnötig ist, Bro. Also 300 Euro für so ein kleines Fläschchen ist, Digga, ist geistig behindert. Sind wir mal ganz ehrlich, Bro. Das ist schon mies teuer, Digga. So. Jetzt kommen wir zum letzten Parfüm, mein Favorite. Und no joke, Freunde, auch teuer, aber meiner Meinung nach lohnt sich das Schätzchen, Digga. Louis Vuitton. Man sieht schon mal, wenn man das mal vergleicht mit den anderen Verpackungen, Bruder, da denkst du einfach, du hast einen Koffer gekauft. Da denkst du einfach, du hast eine Tasche gekauft. Da ist ein Parfüm drin, Bruder. So, ich mach das Schätzchen auf. Digga, hier ist einfach ein Magnet drin. Guck mal. Das ist einfach... Die Kartonage ist mit einem Magneten. Das ist schon wild, Chat. Das ist schon krass, Digga. Gucken wir gerade 4000 Euro bei Parfüms öffnen zu. Fast. So, ich mach das Schätzchen auf. In dieser Schachtel befindet sich nochmal... Ah ne, das ist ein Brief. Ein Brief? Da ist wahrscheinlich die Rechnung drin. Ah, das ist für einen Rückversand. Für einen Rückversand. Brauche ich nicht. So. Hier haben wir jetzt das Schätzchen. Was ist das für ein Parfüm? Sage ich dir gleich, Bruder. Und das ist wirklich mein Favorite Parfüm. Sage ich ganz ehrlich, Digga. Also wir haben hier einmal das Parfüm. Und man kriegt sogar noch ein Täschchen dazu. Mit 2 Testern. Alhamdulillah. Junge, das ist so dumm. So. Wir kommen zum Ende. Mein Favorite Parfüm. Ich mache das Schätzchen auf. So sieht das Ganze aus. Einfach schon 5 Verpackungen aufgemacht, um ans Parfüm zu kommen. Da haben wir das Schätzchen. Louis Vuitton Ombre Nomade. Habe ich gerade Bounty abgeworfen? Alles ist gut, Bounty ist gut. Macht euch keine Sorgen, kein Stress. So. Das ist jetzt mein letztes Parfüm, was ich euch zeige. Das ist wirklich mein Favorite, Chat. Das Ding riecht brutal gut, Digga. Brutal gut. Ist auch teuer. Ist auch sehr teuer, Chat. Oh, Bruder, das riecht krank. Das riecht wirklich krank. Ich weiß nicht, wie ich euch das beschreiben kann. Es riecht ein bisschen lederig, würde ich sagen. Es riecht für mich ein bisschen nach Leder. Kann aber auch sein, dass ich komplette Scheiße gerade laber und es einfach gar nicht nach Leder riecht. Oh, Digga. Ich weiß nicht, wie ich euch beschreiben kann, Chat. Ich weiß nicht, wie ich es euch beschreiben kann, dass ihr das nachvollziehen könnt. Aber es riecht brutal gut, Digga. No joke. Es riecht ein bisschen, kennt ihr diese Araber-Düfte, Chat? Kennt ihr safe, Digga. Ihr wisst doch bestimmt, wie Araber meistens riechen. Die haben meistens so einen speziellen Duft. Ich würde sagen, in die Richtung geht es ein bisschen, aber es ist nicht so penetrant. Also es ist sehr stark. Tabak, stimmt, Tabak. Tabak ist es, glaube ich. Riecht ein bisschen nach Tabak. Es ist aber kein Oud-Duft, glaube ich, oder? Ist es ein Oud-Duft, Chat? Ich weiß es nicht.
Also es riecht nicht für mich wie zum Beispiel hier dieses Oud-Wood von Tom Ford. Orientalisch. Ja, so in die Richtung. Okay, wenn es ein Oud-Duft ist, dann ist es holzig. I don't know, ist ja auch scheißegal. Für mich... Jetzt reicht's ja mal gleich mal, Nacho. Nacho, und der ist richtig glücklich gerade mit den ganzen Verpackungen. Nacho! Spiel mit den Verpackungen. Ja. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich den Duft noch mehr beschreiben könnte, Chat. Eine Sache noch, für alle Leute, die jetzt sagen, yo, will ich mal ausprobieren. Das Ding kostet, glaube ich, auch um die 300 Euro, also sehr teuer, aber, also das sind 100 Milliliter, aber soweit ich weiß, kann man im Louis Vuitton Store, kann man das nachfüllen lassen, wenn es leer ist. Das heißt, du benutzt es halt, bis es leer ist, nimmst dann dieses Fläschchen, gehst zu Louis in den Store und kriegst dann, glaube ich, für 180 Euro oder so, quasi nochmal 100 Milliliter. Heißt, es ist nicht, also du musst nicht immer 300 Euro zahlen, sondern halt 180 oder, ich bin mir nicht ganz sicher, es kann auch 200 Euro sein, immer noch krass teuer, aber meiner Meinung nach der beste Duft, den ich bis jetzt gerochen habe, Digga. Gut, das war's mit der Parfüm-Vorschau. Hier haben wir nochmal alle Parfums nebeneinander. Das sind meine Favorites. Was ist euer Lieblingsparfüm, Chat? Mal kurze Frage an euch. Was für Parfüms benutzt ihr so? Aventus? Auch nicht schlecht, Digga. Invictus, Versace Eros, Febreze ist ein geiler Duft, Bruder. Sehr, sehr wild. Jetzt ganz kurz zu dem Parfüm-Thema, okay? Passt auf. Ich werde jetzt ein Leak machen. Ich hab's eigentlich geplant, ich werde es trotzdem sagen. Ich bin gerade dabei, Freunde, mein eigenes Parfüm zu entwickeln und rauszubringen, okay? Batz, Leak ist raus. Rausgejallert, Digga. Jetzt kann man sagen, Bruder, du Spast, was willst du denn mit einem Parfüm? Du willst doch bestimmt wieder nur Geld verdienen mit dem Scheiß. Ich kann euch sagen, was ich damit will. Ich möchte ein Parfüm auf den Markt bringen, was von der Qualität genauso ist wie die hier, wo fast die gleichen Rohstoffe drin sind, die gleichen Öle, aber halt einfach für einen geilen Preis, dass Leute, die sagen können, yo, ich habe jetzt gerade nicht so viel Geld, ich habe jetzt gerade nicht 300 Euro über, Digga, für so ein Parfüm, ich will aber trotzdem gut riechen. Genau für die Leute will ich es machen, Bruder, weil ich habe noch eine andere Sache, die kann ich euch gerade nicht so wirklich erzählen. Erzähle ich euch irgendwann anders. Ich habe, also sagen wir so, ich bin gerade in diesem Produktionsthema von Parfüms drinnen. Ich weiß, wie teuer es ist, ein Parfüm herzustellen. Und ich kann euch sagen, so ein Parfüm, Dior Sauvage zum Beispiel, kostet im Verkauf 100 Euro, Digga. Herstellung, ich will jetzt keine genauen Zahlen nennen. Auf jeden Fall, sagen wir es so, man kann das Parfüm herstellen und sagen wir mal für 50 Euro verkaufen und trotzdem noch einen guten Gewinn haben. Wisst ihr, wie ich meine? So. Und das Ding ist halt, das Problem ist halt, ihr zahlt halt immer für den Namen von so einem Parfüm. Du zahlst immer für den Namen, du zahlst für Dior Sauvage. Natürlich gibt es Düfte, die teurer sind, weil da irgendwelche speziellen Sachen drin sind. Man muss auch sagen, natürlich bezahlt man auch dafür, weil das Produkt ja irgendwo entwickelt wird. Ich will jetzt nicht irgendwas faken oder so. Also ich will jetzt nicht sagen, yo, das soll genauso riechen wie das oder wie das. Ich will schon so ein bisschen meine eigene Richtung gehen. Ich will halt das machen, was mir selber sehr gut gefällt. Vor allem auch das machen, was bei Frauen gut ankommt, Freunde. Frauenexperte Mogli, ihr kennt mich, Bruder, der Allerechte. Und genau deswegen mache ich das einfach, Chat. Ich find's cool. Ich weiß nicht, wie es bei euch ankommen wird. Kann gut sein, dass manche sagen, yo, voll unnötig, Digga, fühle ich gar nicht. Ich find's aber eine geile Sache, Digga, sag ich ganz ehrlich.